So, der erste Part der Hansa-Rostock-Karriere und ich schaue mal, wie wir die Mannschaft aufstellen, was wir neu machen. Ein paar Spieler haben wir ja schon auf der Transferliste, auf der Wunschliste, nicht Transferliste. Und ich gucke mal, was wir davon verpflichten können und was nicht. Ich muss noch ein paar Spielerverträge machen. Wir haben ein Budget von 3,13 Millionen. Ja, bin mal gespannt. Da Jugendakademie haben wir auch schon welche drin. Der sieht doch ganz gut aus hier. Der könnte auch interessant sein. Gut. Ich würde sagen, ich bastel mal ein bisschen rum. Schau, was ich so kriegen kann. Und dann zeige ich euch die Mannschaft gleich wieder. Also, bis gleich. So, ich nehme euch mal bei den Verhandlungen für unseren ersten Spieler an. Und ich habe mich entschieden, Marcel Schmelzer zu holen. Und ja, er ist ja beim BVB nicht mehr wirklich gesetzt und da muss er auf jeden Fall hier bei uns auf Gehalt verzichten. Definitiv, ich biete mal ganz weich 15.000, 17, Spiele, nee, den Bonus muss ich entfernen. Ich hoffe, das nimmt er jetzt so an. Jo, perfekt, unser erster Spieler. Nice. Ich zeige euch auch gleich mal, was ich bezahlt habe, denn das ist, ja, hat angenommen. Ihr seht es gerade, 35.000, aber es war ein Tauschgeschäft. Sie wollten Littke haben, noch 210.000, habe ich gesagt, oh, das ist mir eigentlich zu viel Geld. Ne? Also Littke wollte ich eigentlich verkaufen auch. Und dann habe ich einfach mal ganz frech halt, ja, beim Gehalt dann, beim Angebot den Preis gedrückt und das haben sie angenommen. Ich bin zufrieden. Ja, alles perfekt gelaufen. Bis gleich. So, der nächste Spieler, der zu uns kommen wird. Also ich hoffe es auf jeden Fall mal. Das wird jetzt Stefan Isankar sein für die Innenverteidigung. Auch sehr interessant. Ich habe einen Tauschdeal wieder gemacht. 950.000 bezahlen wir jetzt für ihn beim Marktwert von 2 Millionen. Und wir tauschen Malone weg. Er ist zufrieden. 13.000. Ich bin zufrieden. Können wir uns nochmal schnell hier anschauen. Da 950.000 und Malone. Ich bin zufrieden, alles perfekt. Dann gehen wir mal weiter auf Shoppingtour. So, der nächste Spielereinkauf und zwar Pablo Felipe, ein Brasilianer. Hat jetzt eine 61, wie ihr sehen könnt, aber zeigt großes Potenzial. Und ich glaube, dass der ganz interessant werden kann. Also ich habe so ein Gefühl. Wir werden schauen. Ich versuche ihn natürlich noch zu verleihen, aber vielleicht setze ich auch komplett auf ihn und verkaufe die anderen alle. So, jetzt nochmal schnell auf Pablo Felipe. Das war eben so ein schnelles, abruptes Cut, weil ich gerade einen Anruf bekommen habe. Also, Wert, 1 Million hat er jetzt wert. Das ist geil. Er hatte einen Marktwert von 950, glaube ich sogar nur. Ja gut, sind jetzt nur 50.000. Wir haben 670.000 bezahlt. Und ich bin überlegen, entweder verkaufe ich alle Stürmer und setze komplett auf ihn oder ich versuche ihn noch zu verleihen. Der Wert ist geblieben und der Wert ist auch geblieben. Okay, ja, dann gucken wir mal. Ich schaue mal weiter und bastel ein bisschen rum. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns gleich wieder. So, hier haben wir unser erstes Ligaspiel und da gehen wir doch mal direkt so rein in die Schnellsimulation. Ja, für Bahn auf der rechten Seite müsste ich natürlich noch jemand Neues holen, aber erstmal gucken und schauen, was unsere Verkäufe noch machen. Wir gehen in die Schnellsimulation, bin mal gespannt. Ja. Dazu muss man nichts mehr sagen. Da brauchst du nichts mehr sagen, ey. Das war jetzt ja peinlich. So sieht übrigens die Mannschaft jetzt gerade aus. Isanka und Schmelzer, der wird gerade umtrainiert. Das war ja richtig peinlich, gerade die Vorstellung. Pablo Felipe hat jetzt Tatsache schon ein Angebot bekommen zur Laie. Ja,
Oh, was ist hier so los? Ein Ding ist einfach. Oh, okay, verliehen und noch ein Angebot. Sturm Graz wäre natürlich interessant. Ich glaube nicht, dass er bei Auxerre, ich glaube, es wird Auxerre ausgesprochen, spielen wird. Schwierig, schwierig. Sehe ich ja jetzt nicht so, deswegen lehne ich es ab. Naja, gut. Das heißt wieder ein bisschen mehr Geld. Wir haben jetzt 4,48. Das ist auch gut. Ja, Abstieg vermeiden. Guti, wir schauen mal, wie ich es hier noch ein bisschen versuche zu retten. Und ein neuer Linksverteidiger wäre optimal. Neid hat es ja schon ein bisschen hochgegangen jetzt. Okay, 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 okay. Kriegen wir alles hin? Ich schaue mal ein bisschen weiter. Und dann gucken wir mal, wie lange wir überhaupt hier durchgehen. Vielleicht würde ich sagen, boah, bis zum Pokal oder danach. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir schauen einfach mal. Also, bis gleich. So, ihr seht es. Hier kommt der nächste neue Spieler. Und zwar, das ist ganz interessant, weil ich gerade einen Tauschdeal angeboten bekommen habe. Oh Gott, wie heißt der denn gerade für den Kollegen? Oh, komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall haben sie uns den Spieler angeboten, der den gleichen Marktwert hat von 900.000. Nee, also Freigabesumme kannst du vergessen. Und irgendwie 88.000, glaube ich. Und dann bin ich einfach mal Verhandlungen gegangen und habe gesagt, nee, ich möchte 288.000 und dann kriegt er hier den Spieler. Ja, das haben sie auch angenommen. Richtig cool. Und wir haben jetzt einen 19-Jährigen. Genau, für Rota. Für Rota. So war das. Also, der Deal ist der. 288.000 plus Perianu gegen Rota. Fand ich es in Ordnung. Weil ich hatte... Ich kannte Perianu gar nicht. Mal interessant, vielleicht entwickelt er sich sogar noch. Spieler für die Zukunft. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ansonsten muss ich mal schauen, wie wir die Mannschaft noch ein bisschen verbessern können. Denn ich soll sie auch, oder ich soll auch noch drei Spieler holen unter 20 etc. Aber wir gehen jetzt erstmal ins nächste Spiel rein gegen Hannover. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen besser abschneiden als eben. 1-1, okay, immerhin den ersten Punkt, den wir geholt haben. Juhu. Obwohl von der Statistik her waren wir ein bisschen dominanter tatsächlich. Aber ja gut, ein Tor nehmen wir mit. Besser als keins. Oder besser als eine Niederlage. Das Unentschieden. Ja. Ich bin mal gespannt, was ich noch so rausholen kann. Aber gut, wir trainieren jetzt erstmal. Schmelzaum, der ist durch. Und... Oh, geht auf eine 75 hoch. Ja, geil. Damit haben wir richtig, richtig guten. Duljevic, unseren Stürmer, den habe ich jetzt auch zum rechten Flügel umtrainiert, weil das dauerte nur 2 Wochen. Ich bin mal gespannt. Oh, der geht auf eine 70. Oh mein Gott. Jetzt ist er sogar richtig interessant geworden wieder. Das ist ja richtig gut. Das heißt, er ist bei einem Sturm, aber dann kommt da Mamba hin. Dann wechseln wir Bahn hier. Oh, perfekt. Perfekt einfach nur. So, Roten ist immer noch verletzt. Setzen wir ihn hier hin. Rosbach, nicht Roten. Rosbach ist immer noch verletzt. Gott, oh Gott, oh Gott. Fröhlich ist ja nur ausgeliehen. Ja, ansonsten müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter agieren. Aber sieht doch schon mal relativ gut aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Bin ich mir zufrieden bis jetzt. Und wir haben immer noch, ja, 4,9 Millionen. Also, ich schau mal und guck weiter nach Spielern. Bis gleich.
So, und zwar verpflichten wir jetzt einen neuen Spieler, den wir schon ausgeliehen haben. Timo Becker verpflichten wir jetzt fest. Ja, das habe ich mir jetzt nun vorgenommen. Ich hoffe, er nimmt meinen 5-Jahres-Vertrag an. 3, okay, dann gehen wir auf 4. Ich dachte mir, ja, warum eigentlich nicht, ne? Er ist jetzt ja schon an uns ausgeliehen. Wir bezahlen jetzt 1,35 Millionen Ablöse. Und ich denke mal, dass wir ihn noch ein bisschen auf eine 70 rauskitzeln können. Vielleicht 71 mit Glück. Ja, das machen wir jetzt einfach so. Wir verpflichten Devo Becker fest. Plan mit ihm. Denn ich habe mir ein, zwei Sachen für die Mannschaft schon überlegt. Ich denke, ich werde die auch gleich ein bisschen umstellen. Auf jeden Fall sind das jetzt bis jetzt unsere Neuverpflichtungen. Schmelzer, der auf eine 75 gegangen ist, plus 4. Ilsanker und jetzt Timo Becker. Ja, Ruten ist verkauft. Zack. Ich habe hier auch die ganzen Leihen abgebrochen, weil ich sehe es nicht, dass die Spieler irgendwie Spielzeit bekommen hätten. Wir müssen den Kader ein bisschen kleiner kriegen. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen Spieler ausgeliehen oder an uns verliehen. Das ist Fröde. Bin ich am Überlegen, ob ich den auch verpflichte oder nicht. Aber Tendenz eher nein. Periano möchte ich gerne verleihen. Und Juan ist noch verliehen. Ansonsten habe ich alle Leihen, Spieler, die zu uns verliehen waren, abgebrochen. Ja. Ist die Frage, ob ich auch Pablo sonst zurückhole. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher. Naja, ich bastel weiter. Bis gleich. Alles klar, es gab wieder gerade ein Problem mit der Aufnahme. Dumm gelaufen. Wir haben gegen Paderborn im Pokal verloren. Nach 120 Minuten. Pech. Können wir nicht ändern. Ich bastel weiter an der Mannschaft, dass wir das bestmöglich irgendwie rausholen. Und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. So, der nächste Deal wird eingetütet. Natürlich, ich weiß, es ist jetzt gar nicht, wie sage ich das am besten, realistisch, denn Tatsache spielt Elanga ja öfters jetzt schon Einsätze für Manchester United. Aber das ist halt eine kleine Spieler- oder eine kleine Karriere halt hier und wir wollen uns auch nicht ja ewig, sag ich mal, aufhalten in der zweiten Liga etc. pp. Und wir müssen ein bisschen nach vorne schauen und deswegen habe ich mich dafür entschieden, Elanga zu holen. Einer unserer teuersten Transfers jetzt tatsächlich. Immerhin geht das Manager-Rating hoch dadurch, weil wir es geschafft haben. Ach, da ist er schon. Sehr gut. Risotto, den trainiere ich gleich zum RM um, weil das auch spielen kann. Dauert nur 4 Wochen. Ich überlege noch, ob ich jetzt sowas mache wie ein Kevin Schade holen und dafür Duljevic zu tauschen oder ob ich auf Duljevic setze. Schwierig, 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 ne? Ich hoffe auch, dass Becker sich noch fängt und hochkommt, aber das glaube ich schon. Ja, es ist auf jeden Fall noch viel, viel geplant und Arbeit da drin. Jo, kein Stürmer mehr. Perfekt. Ja, wie wir es am besten machen, weiß ich noch nicht, aber wir machen es noch. Ich baue weiter, bis gleich. 2 hours later. So, es geht weiter gegen Heidenheim und ich habe die Mannschaft jetzt ein bisschen umgestellt. Ich bin auf die Raute ja gegangen. Ich habe Pablo Felipe zurückgeholt, damit er Spielzeit kriegt. Und weil wir einfach einen neuen Stürmer brauchen. Ich glaube, ich muss oder so noch einen Stürmer holen, weil wir haben gar keinen mehr. Und der soll auf jeden Fall schlechter sein als Felipe. Oder, ja, auf jeden Fall. Tatsache ist Pablo Felipe dadurch um einen Ratingpunkt gestiegen und ist ein aufregender Mann für die Zukunft geworden. Also, ja, verspreche ich mir doch ein bisschen was davon. So, nichtsdestotrotz gehen wir jetzt gegen Heidenheim rein. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen. Oh,
der erste Sieg. Pablo im Doppelpack und im Dreierpack. Pablo hat einfach einen Dreierpack gemacht für uns und Reinhard getroffen. Okay, das ist richtig geil. Wow, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, was soll ich sagen? Bester Mann des Spiels, einfach Pablo. Zack, da ist er auch gleich auf Platz 6. Der Torschützen mit seinem Dreierpack. Richtig, richtig gut. Das freut mich. Trotzdem werde ich mal schauen, was ich noch für einen Ersatzstürmer oder Backup-Stürmer holen kann. Da wir eigentlich keine Kalendersimulation machen. Ja, großes Budget haben wir natürlich jetzt auch nicht mehr mit 1,8 Millionen. Könnte eng werden, aber gut. Wir kriegen das schon hin. Sag ich mal so, wir kriegen das schon hin. Also bis gleich. So, ich habe den... Ich habe ja einen Jungscout losgeschickt und das ist so das erste Ergebnis, was er uns hier gebracht hat. Ja, ich verpflichte jetzt einfach nämlich was für die Fußballschule, denn unser Vorstand macht da auch ein bisschen Druck. Denn wir sollen zwei Verteidiger tatsächlich finden. Oh, einer ist es sogar. Nicht er? Na, wo sind sie denn? Einmal hier? Ach nee, doch nicht. Zwei Verteidiger. Naja. Drago Vlaovic. Perfekter Name, Bro. Entwicklungsplan? Ich guck mal rein. Vielleicht kennen die wir sogar als Flügel oder so und trainieren. 12 Wochen. Sieht wohl nicht so aus. Okay, bin mir nicht so sicher, ob das was bringt, aber meine Stimme geht gerade weg. Oh je, oh je. Aber wir trainieren erstmal so ein bisschen. Und die beiden Spanier, ich weiß ja nicht. Tempo, ja, Tempo. Könnte vielleicht beim Positioning Change auf was anderes viel, viel interessanter werden. 14 Wochen. 2 Wochen, 4 Wochen. Okay, ich probiere es mal mit der 10 und ich bin mal gespannt, ob der hochgeht und wie viel er dann hochgeht. Also das finde ich ja wirklich interessant. So, wie sieht es bei dem jungen Mann hier aus? Großartig verbessert, weiß ich nicht, wenn man ihn umtrainiert, aber wir können ja so erstmal ein bisschen hier was reindrücken. Oh, komm, jetzt ein bisschen Flügelspielmacher. So, und die Jungs waren ja von Anfang an hier. Ferry, Salazar, Lena und Vlaovic. Naja, gut. Dann würde ich sagen, hoffentlich, dass der nächste Scout-Bericht besser wird. Ach Gott, hat 38, das ist ja jetzt erst, das ist ja schrecklich. Dass der nächste Scout-Bericht besser wird und dass wir auch noch vielleicht hier das ein oder andere Juwel rauskriegen. Also, bis gleich, meine Freunde. So, es geht weiter gegen Dresden. Da gehen wir direkt rein, Schnellsimulation. Ich hoffe ja, ne? Ich hoffe ja wirklich, dass wir noch einen Sieg rausholen. Das wäre so gut. Ich bin gespannt. Ah, Mann, wir verlieren, ey. Schade. Gerade gegen Dresden jetzt auch. Doof gelaufen. Kann man nicht ändern. Schade. Ärgerlich. Na gut. So soll's sein. So soll's sein. Ich bastel noch ein bisschen weiter an unserem Kader. Lange haben wir nicht mehr Zeit und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.
So, der nächste Showdown, es geht gegen Werder Bremen und ich bin ganz ehrlich, große Chancen räume ich uns jetzt nicht ein. Wir gehen in die Schnellsimulation. Ich kann gar nicht hinschauen. Ein 2 zu 2. Okay, das ist ein besseres Ergebnis, als ich erwartet hätte. Puh. Pablo trifft für uns. Duxch im Doppelpack und dann Rotario macht das der Anschlusstreffer und damit steht es 2 zu 2. Wir nehmen einen Punkt mit. Das ist richtig stark. Wir können uns noch mal gerne die Mannschaft schnell anschauen. Wenn es nicht immer so lange laden würde. So, da sehen wir. Wir haben eigentlich. Gut, unsere Stürmer lasse ich jetzt mal außen vor. Das ist eine unserer Schwachstellen tatsächlich. Rotario hat sich schon auf die 70 entwickelt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Becker rein. Neidhardt und Elanga, dass sie hinterherziehen. Bei Neidhardt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das noch passieren wird. Ich glaube, das war bei. Oh, war das bei 21? Glaube ich, da hatte ich ihn auf einer 85. Richtig crazy. Wird jetzt, glaube ich, nicht passieren, aber die 70 wäre schon ganz schön, wenn er die erreichen würde. Sag ich mal so. Gut, dann bastel ich noch eine Runde und dann hören wir uns gleich wieder. A few moments later. So, und ihr seht's, ich habe gerade unser ganzes Budget gefühlt auf den Kopf gehauen, um jetzt unsere Stürmerposition noch ein bisschen auszubessern. Ich möchte gerne Leveling holen. Ich hoffe, das nimmt er auch an. Gleich unser Gehaltsvorschlag in echt. Kräuter Fürth wird ja den Weg in die zweite Liga wieder antreten. Ich biete ihm ein bisschen weniger Gehalt. Vielleicht ist er damit zufrieden. Oh, das wird aber ganz, ganz eng. Aber es hat geklappt. Oh mein Gott. Leveling verpflichtet. 3,4 Millionen Marktwert. Wir haben ihn für 2,972 bekommen. Ja, das sind jetzt unsere Transfers bis jetzt. Schmelzer, Isaka, Becker, Elanga, Leveling und Caroli Fakete. Der kam von den freien Spielern. Da sehen wir nur dass da wieder ein Leihangebot war. Okay. Wir haben nämlich noch einen Spieler von den freien Spielern geholt. Und zwar Ossian. Das ist ein finnischer junger Innenverteidiger. Ich wollte ihn gerne ausleihen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Da ist Leveling. Den setzen wir auch gleich mal rein. Ich hoffe, dass es eine gute Entscheidung war, dass wir Leveling geholt haben. Ich hoffe natürlich noch auf ein, zwei Verkäufe, denn jetzt ist das Budget natürlich ein bisschen mau. Ich passe jetzt noch Entwicklungsplan von Leveling an. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge nach dem Transfer Deadline Day. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das passt dann und ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ich gebe ihm das jetzt hier einfach mal Knipser. Er kriegt Knipser von mir. So, dann würde ich sagen, bis gleich. So, letzte Stunde Transfer Deadline Day. Wir schauen mal schnell auf Top-Transfers. Koundé für 90,1 Millionen zu Bayern. Coman wechselt zu Inter Mailand und Neves zu Liverpool. Und wir haben jetzt noch mal einen Transfer nicht getätigt, aber Ozyan wurde verliehen und Bentley Baxter-Barnes hat den Verein verlassen. Ich habe das Geld jetzt nochmal mitgenommen, damit wir ein bisschen was haben, denn wir haben ja auch den Scout losgeschickt. Wenn wir so ein, zwei Jugendspieler noch finden, glaube ich, ist es wichtig, dass wir es brauchen. Zur Not hole ich unseren Zehner zurück, den ich verliehen habe. Unser kleines russisches Talent. Kravchuk. Zur Not hole ich den guten Mann zurück. Aber es kann auch noch Behrens auf der Position spielen, also bin ich da ganz entspannt. Deswegen kommt auch jetzt Fröde wieder auf die Position. Oder nee, ich gebe Periano die Chance. So er sich ein bisschen entwickelt. Fröde ist ja nur ausgeliehen, dann werden wir die Leihe auch auslaufen lassen. Kümmern wir uns nicht mehr so drum.
Ja, das ist so also jetzt die Mannschaft, die jetzt in die Hinrunde startet. Ich bin mal gespannt, wie wir uns schlagen, wie die Mannschaft sich schlägt, ob wir noch bessere Ergebnisse einfahren können. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.